Hallo, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video, ein Opening-Video nach langer, langer Zeit. Oh, jetzt muss ich mal die Cam hier mal richtig machen. Ja, heute mal wieder mit Cam. Endlich geht auch meine Cam mal wieder. Die hat die ganze Zeit nicht so funktioniert, wie ich wollte. Und ihr denkt das bestimmt auch. Hallo, hallo, funktioniert's? Ja, müsste einigermaßen funktionieren. So, jetzt. Ja, manchmal hat sie ein bisschen wackler so. Aber jetzt habe ich es hinbekommen mit dem USB-Stick. Gab es ein paar Probleme. Und deswegen. Ja, auf jeden Fall habe ich mir mal gedacht, die wird schon ein bisschen länger vom Kanal sind. Habe ich so am Anfang im Kanal oder einige Zeit lang ein paar Openings gemacht. Und ich habe mir gedacht, das mache ich doch jetzt mal wieder. Und ich habe so ein paar Dinger gefunden, ein paar schöne Stückchen. Stücke. Und zwar war ich letztens beim GameStop, der hatte eine kleine Aktion gehabt. Kaufe drei kriege das günstigste kostenlos. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, gönne ich mir das jetzt mal. Ich hoffe, ich kriege das auf. Weil ich habe auch jetzt gerade keine Schere hier. Aber ich krieg's auch mit einem Kuli auf. Wir wollen ja kreativ bleiben. Und deswegen, ja. Ich zeige euch gleich, was für schöne Schmuckstücke ich habe. Auf jeden Fall ist es so ein bisschen wie im alten Format, wie wir das ja schon mal hatten. Dass wir das jetzt so machen. So, und zwar habe ich von Pokémon Sonne dieses hier. Oh, ist ziemlich dunkel hier. Wartet einen Moment. Also jetzt wieder meine Kamera. Lalalala. Jetzt müsste es auch ein bisschen besser sein. Schalala. Hier bin ich wieder. Ja, ich hoffe, dass jetzt ein bisschen besser ist. Ich weiß es nicht. Wenn nicht, muss ich die Kamera ein bisschen umstellen. Hier. Ah, jetzt zeigt die Kamera. Auf jeden Fall könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob es zu dunkel, zu hell war. Vielleicht muss ich da auch was mal ändern. Vielleicht kann ich das jetzt auch direkt machen. Ja, ich bin noch so ein bisschen. Ja, ich bin gerade so ein bisschen am Machen und hier und da und am Lernen. Und. Ach, scheiß drauf. Wir machen das jetzt einfach so. Und danach habe ich noch zwei Sonnemond Booster Packs. Ja. Wir schauen einfach mal, wie weit wir kommen mit dem eine Box. Einmal hier die Booster Packs von anders mal schauen. Und wir öffnen das Ganze jetzt einfach mal. Wow. Da. Da sind natürlich auch ein paar Booster Packs drin. Wie immer. Oh, sogar eine Menge. Ja. Das sind auch nochmal Booster Packs drin, stimmt ja. Ist ja nicht so wie bei Yu-Gi-Oh! Das ist so. So, jetzt packe ich erstmal die Karte hier aus. Hier seht ihr sie einmal. Ich hoffe, man sieht so ein bisschen. So ein bisschen unscharf, ich weiß. Manometer, jetzt habe ich einmal wieder mit Cap und jetzt so eine Scheiße. Manometer. Video konferieren. Helligkeit. So, jetzt müsste ein bisschen besser sein. Ja, schon etwas besser. Aber ist noch ein bisschen unscharf. Ja, wir stellen heute meine Kamera ein zusammen. Es ist übelst auch warm heute. Oh, nein, Kontrast will ich hier nicht so. Farbton. Es ist übelst warm heute geworden. Ich denke mal, dass es bei euch auch heute so warm ist. Passt perfekt. So, jetzt müsste man es sehen können. Gut. Ich hoffe es zumal. Hier seht ihr sie.
Und zwar ist es ja der gute Lunala. Lunala. Von Pokémon Mond. Ich muss sagen, ich habe mir Pokémon Sonne geholt, aber ich habe einfach keine Zeit gehabt, es anzuzocken oder so. Und wie geht es jetzt auch hier? Manometer, ich bin ganz schön aus der Übung raus, man merkt schon. Ja, man kriegt das ja hier so auf. Mit Gewalt kriegt man alles auf. Aber muss man das mit einer Schere aufmachen? Nee, oder? Ach Leute, helft mir, ihr kennt euch bestimmt doch damit besser aus. Ah, scheiß drauf. Wir machen einfach die Booster Packs auf. Ich versuche später nochmal. Und zwar werden wir das Beste tun. Ich habe heute leider keine Schere dabei. Deswegen hoffe ich, dass alles gut funktioniert. Ja, drückt die Daumen, Leute. Und ja. Sollte ich das nicht aufkriegen, werde ich mir kurz doch noch eine Schere holen und einen kurzen Schnitt dann machen. Aber wir werden es sehen und ich hoffe, dass alles gut klappen wird. Weil ich bin ja behindert. Also darf das ja auch ein bisschen fadig sein, das Video. Ihr wisst es ja. Wenn euch dieses Video gefällt, könnt ihr mir gerne ein Like da lassen, ein Abo. Und warum kriege ich die Scheiße hier nicht auf? Manometer. 10 Stunden später. Geht es mit den Zähnen? Fuck Ding. Ich bin so blöd, um mein Opening zu machen, zu planen und noch vieles mehr. Ich hab keine Ahnung mehr davon. Ja, das macht mich so an. Wo ist meine Schere? Wartet einen Moment. 2000 Jahre später. 6,5 Stunden später. Zweiter Tag. Dritter Tag. Vierter Tag. Ein paar Sekunden später. Eine Ewigkeit später. 3 Tage später. 12 Sekunden später. 3:28 Uhr nachts. 3 Wochen später. Viele Monate später. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Dann morgen. Morgen. Ganz sicher. Irgendwann später. 12 Uhr mitternachts. Inzwischen 8:01 Uhr abends. Am nächsten Tag. 20 Minuten später, 6 Stunden später, 1 Minute 37 Sekunden später, eine abgetragene Schuld an der Gesellschaft später, später, 3000 Jahre später, 2 Stunden später, 3 Tage später, 1 Stunde später, 2 Stunden später, 3 Stunden später. Fängst du jetzt mal an, mir gehen die Schilder auf. So, meine liebenden Liebenden, nach langer Suche und doch wieder nichts gefunden, habe ich jetzt meinen Kumpel gefragt, ob er mir eine Schere ausleihen kann. Ha, die heilige Schere. Aber diesmal von anderer Macht. Ja, und wir werden jetzt losgehen. Erstmal noch WhatsApp-Check. Okay, Sven hat geschrieben, nichts. Und ja, jetzt haben wir ein paar Openings. Hab den schönen Eingriff, Einblick gehabt hier. Und wir haben jetzt ein paar Packs zu öffnen. Und zwar das erste Sonderbowl-Pack. Wünsche mir Glück. Husten wir. Und dann könnt ihr mir ja gerne schreiben, ob ihr auch öfters nur Pokémon-Karten euch holt. Oder seid ihr eher der Yu-Gi-Oh!-Fan und da sagt ihr einfach nee. Oder habt ihr mal geholt. Und ja, sogar zum Aufschneiden bin ich zu blöd. Manometer. Ja, ihr könnt mir ja noch gerne Tipps geben. Wenn jetzt noch Tipps so kommen von wegen, ja, mach's doch lieber direkt und so. Ich habe leider keine Kamera. Also ich muss das mit meiner Webcam machen. Und vielleicht findet ihr es ja geil, wenn ich mit meinem Face so ein bisschen das so mache. Aber ihr werdet alle Karten sehen. Versprochen, versprochen. So. Ich bin gerade am... So, das erste Pack. Und zwar... Wartet mal. Wir machen jetzt so wie die Profis hier. Und zwar ist die erste Karte ein... Wow! Und gleich mal eine glitzernde Mitsunde. Ich kenne die meisten, muss ich ehrlich gesagt sagen, gar nicht so. Aber ist nice. Seht ihr, wie sie leuchtet? Ich zeige sie euch nochmal ein bisschen näher. Ja, die Kamera ist ein bisschen unscharf heute. Ich weiß nicht, was mit der los ist, wenn ich ein bisschen drehe.
Oh, sie wird schon schärfer, sie wird schon schärfer. Oh, ich vergewaltige euch. Ja, auf jeden Fall, wenn euch dieses Chaoten-Video gefallen hat, könnt ihr mir ja gerne mal ein Like oder so da lassen. Oder ein Abo. Wenn ihr dieses Face hier ein bisschen öfter sehen wollt, kommen wir zur nächsten Karte. Und zwar, oh mein Gott! Gleich eine GX-Karte und zwar Psyana. Oh mein fucking Gott, Leute. Ein Psyana in GX-Form. What the fuck ist die geil, die Karte, ja? Ich zeig sie euch. Oh, meine Fresse, Alter, ist das geil. Warte mal, vielleicht kriege ich das aus. Ist ein bisschen. Wow! Wartet, Leute. Ja, ist ein bisschen chaotisch. Aber ich hoffe, ihr habt Spaß. So kann man das nämlich auch machen. Ja, jetzt seht ihr meine Koppelhand. Ja, ich bin behindert. Man sieht es mir an. So, jetzt kommt die nächste Karte und zwar ein Goldbart. Hier seht ihr sie. Uhu, Goldbart, Goldbart. Eine eher ältere Karte. So, und dann haben wir eine Energy-Karte. Hier, Energy. Oh, vielleicht kann man es so sehen. Die nächste Karte ist ein Fruppel. Ein Fruppel. Nichts Besonderes. Ein Panzer-Aeron. Auch ein richtig geiles Pokémon. Dann haben wir einen Wummel. Den haben wir jetzt schon oft bekommen. Ein Wummel. Ein Traumato. Das ist eine hübsche Karte, muss ich sagen, mit dem Strand hier so. Ihr könnt mir gerne mal ausschreiben in die Kommentare, welche ihr am geilsten findet. Ein Bautz. Ein Professor Kukui. Der coolste Professor auf der Pokémon-Insel, die es je gegeben hat. Und ein Energieumschalter. Könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, ob der gut ist oder nicht so gut ist. So. Das erste Pack und gleich eine Ex-Karte. Also Schwede, ist das geil. Und schon wieder verschnitten. Ja. Geil. Ja, ich wollte dieses Video schon länger bringen. Hier ist wieder so eine Codekarte. Vielleicht bringe ich auch ab und zu mal sowas, dass ich mal eine Codekarte hier ranbringe. So. Und zwar ist das ein Sakabu. Könnte ich noch nicht. Vielleicht mache ich auch mal eine Aktion mit diesen Karten. Ich weiß es noch nicht. Ich habe es mal geplant, aber Ein Kiesling. Ein Cosmog. Ein Imantis. Ah, noch kein so geiler Stissel, aber das eine Pack war schon geil. Also wir hatten eine Rare-Karte und eine GX-Karte. Ein Slimer in der neuen Version. Ihr könnt mir auch mal gerne mal schreiben, ob ihr schon Pokémon Sonne und Mond durchgezockt habt oder nicht und was für Teams ihr hattet. Wow, ein Rare Bundlebee haben wir bekommen. Wow, geile Karte. Ja, von Kamera her will ich noch alles ein bisschen besser machen mit der Zeit. Ich werde mich bessern, hoffentlich. Ihr wisst ja, ich bin ja gerade mitten in der Ausbildung und habe auch ein bisschen Stress. Wow, nochmal eine glitzernde Rare Karte. Ihr könnt mir auch noch mal gerne schreiben, wenn ein Bild nur glitzert, was das ist, dann Kommandutar. Könnte ich nicht, aber sie glitzert. Geil. Ich weiß auch nie, wie ich es so halten soll. Hier, Glitcher! Und dann haben wir als nächstes eine Energiekarte. Pflanzen. Die brauchen wir nicht zeigen. Dann haben wir ein Drumpack. Nochmal ein Goldust. Und nochmal ein Energieumschalter. Energieumschalter.
Also ich bin echt schon eine GX-Karte, Leute. Eine GX-Karte. Fucking shit, Alter. Fucking shit, Baby. Aber ich hoffe nicht, dass das jetzt der Anfang schon so übelst krass war und jetzt, dass der Rest jetzt nicht mehr so geiler Stissel hier bringt. Oh Mann, ich bin so. Pustet mal ein bisschen, Leute. Oh, ich hab schon was gesehen. Aber ja. Oh, das ist hässlich hier Pokémon sind. Von Erneuerung her. Hier nochmal so eine Codekarte, die sammle ich immer. Ich habe schon einige Codekarten hier. Und dann mache ich auch mal eine Aktion dabei. Könnt ihr mir, wie gesagt, gerne mal fragen, schreiben, ob ihr das. Wow! Das ist eine schöne Karte. Austausch. Das ist eine richtig schöne Karte. Die lohnt sich auch mal ein bisschen näher anzugucken. Finde ich richtig schön, die Karte. Und dann haben wir einen Swarones. Swarones. Können wir auch. Spricht bestimmt manche Namen völlig falsch. Aber okay. Das ist auch ein geiles. Ein Furnifras. Nice. Und dann. Oh mein Gott! What the fuck? Nochmal eine Psyana GX-Karte. Oh mein Gott, was haben wir denn für ein Glück, Freunde, in zwei Packs? Wartet, ich muss jetzt kurz mal schauen, ob das dieselbe ist oder ob das verschiedene sind. Zwei GX-Karten, meine lieben Freunde. Nein, das sind sogar zwei unterschiedliche. Ich tue mal die besonderen rausfiltern, damit ich es euch nochmal zeigen kann, ganz zum Schluss. Zwei Psyana, alter Schwede, GX-Karten. Ich schwöre euch, Leute, was für ein fucking Glück haben wir heute. Bei unserem ersten Opening nach langer Zeit. Das ruft eigentlich schon nach mehr Openings, Freunde. Es ruft nach mehr Openings. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ihr auch dafür so seid. Aber naja, okay. Aber wir müssen noch mehr öffnen. Oh Mann, hier sieht schon wieder aus wegen ganzen Openings. Dann haben wir ein Koifwaff. Oh, auch einen geilen Glitzer Rare. Ich glaube, das nennt man Rare. Kenne ich noch von Yu-Gi-Oh! Früher. Dann haben wir nochmal dieselbe Karte, nur in normal. Dann haben wir ein Piccolente. Ein Piccolo mit einer Ente. Dann ein Psyau. Dann einen Paragoni. Und ein Unratytox. Ich finde das hässlichste Pokémon ever. Könnt ihr mir gerne mal auch mal schreiben in die Kommentare, was ihr noch findet. Alter, wir haben jetzt schon zwei GX-Karten geholt. Aus diesen geilen Packs. Sonne, Mond. Und jetzt kriegen wir noch ein Evolutionspack mit dem coolen Raichu da vorne. Oh, Freunde, ich bin sogar hyped, Alter. Wenn das jetzt. Boah. Nochmal eine GX-Karte wäre einfach nur nice. Ich weiß gar nicht, wie viele Formen es von denen gibt, von dem Psyana. Könnt ihr mir, wie gesagt, alle schreiben? Ich kenne mich halt mit die nicht so hundertprozentig aus. Ich habe einfach Spaß dran, am auszupacken. Vielleicht macht es auch gerade mehr Spaß, weil ich einfach keine Ahnung habe, was alles in diesen Packs drin sein kann. Wie gesagt, da bin ich auf euren Vorschlägen gespannt. Dann, eine Energy. Und dann haben wir einen Ratzfatz. Du bist der allerbeste. Vulpix, ich glaube, das ist doch alte Form, oder? So sah das alte Vulpix früher auch, glaube ich auch. Ein geiles Electek. Electek fand ich immer schon geil. Ein Kabador. Episch. Wird so einer meiner Lieblingswasser-Pokémon. Zu Gachados. Und dann ein Alprolo. Ich schmeiß jetzt schon die nicht seltenen zu seltenen. Dem Haus wollte sich verabschieden gerade.
Ja, ist ein bisschen chaotisch hier, Leute. Leute, ich sag's. Ist ja auch ein kleines Spontan-Video. Wow, eine Energie in Holo. Man sieht vielleicht nicht so, ich weiß es nicht. Dann haben wir ein Bibor. Ja, ich weiß noch nicht von der Camp so. Soll ich mal, ihr wisst ja, dass ich momentan gerade am Umziehen bin und deswegen, wenn ich mal eine eigene Wohnung habe und so, dann eine Trainerkarte. Und nochmal eine Trainerkarte, Rocco. Ich glaube, das war Rocco. So, jetzt haben wir noch zwei Packs, Leute. Da muss doch nochmal irgendwas richtig Geiles sein. Ich habe in... Ich weiß gar nicht, wie viele Packs wir gerade schon aufgemacht haben. Wir haben in 1, 2, 3, 4 Packs haben mit 2 GX-Karten geholt. Ich glaube, das ist doch fucking Glück, oder? Ich hab mir früher mal öfters von anderen YouTubern gesehen, mal so Openings. Und da haben wir echt ordentlich Glück, wenn wir doch mal welche in Dragon Ball Dome Battle so Glück hätten. Boah, das würde ich so feiern. Aber egal. Ihr könnt mir auch gerne mal, wie gesagt, schreiben, ob ihr solche Openings richtig feiert, ob ich solche jetzt wieder öfters machen soll. Oder eher sagt, lass lieber. Und ja. Hier ist nochmal diese Karte hier. Vielleicht machen wir auch mal was in Online. Pokémon Online, wenn ihr das feiern würdet. Training Card. Und ja. Legen wir da oben los. Kriegen nochmal was Geiles. Ein Robball. Einer der neuen Starter-Pokémon. Süßes Pokémon. Auf jeden Fall. Ein Vulcano. Oh, ich liebe Vulcano. Oh, da geht's so. Ach, früher. Früher war es wirklich so, Leute, dass ich von der Schule heimgekommen bin. Und das allererste Mal, was ich gesehen habe, war Pokémon. Oder Yogi oder sowas. Ein Mabado. Mabula, meine ich. Mabado. Ein Zuppert. Ein Quartel. Das ist ein cooles Feuer-Pokémon. Das feiere ich von der neuen Nation. Ein Superball. Ein Gufer. Gufer, oh, das ist ein süßes Ding, du. Du, ich habe ein süßes Ding. Ein Brotom Pokédex. Okay. Weil der Pokédex da. So, okay. Eine Energiekarte, Wasser. Könnt ihr mir auch gerne mal euer Lieblingselement schreiben. Vielleicht mache ich auch eine kleine Umfrage. Tukanon. Und ein Parasect Holo. Geil. Ist da immer ein Holo drin oder ist es echt bei mir voll Glück? Alter Schwede. So Leute, das letzte Pack hier. Das letzte. Pust noch einmal dagegen. Bringt mir Glück. Könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr an sowas glaubt oder nicht glaubt. Und ja. Oh, wie geil. Ja, ihr könnt mir auch mal gerne schreiben, ob ihr nur von Pokémon Openings haben wollt oder ob ihr auch mal von Yu-Gi-Oh! Tricks hat, da bin ich offen dafür. So, aber ich habe das Gefühl, dass von Dings besser ankommt. So, Codekarte weg. So. Jetzt geht's los, Freunde. Mit der ersten Karten. Ein Pokéball. Oh Mann, die scheiß Maus regt mich voll auf. Ich bin auch gerade momentan ein bisschen sortiert wegen meinem PC, alles so. Ein Pelipper. Ein Schutz. Aha. Noch nichts so fucking geiles, was ich will. Eine Energie. Ich weiß gar nicht, was das ist für ein Element. Ist das Finsternis oder? Oh, ich habe keine Ahnung. Ein Grazwell. Oh, das ist auch ein episches Pokémon. Geil. Geil. So. Und wir haben ein Fruppel
in Holo. Unser zweites Kuppel, aber diesmal nicht normal. Bitte, 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 bitte. Oh, ein Mushas. Geil, ein Wasser-Pokémon. Ein Mangonio. Ich glaube, ich spreche alle Namen falsch aus. Ein Paras. Und ein Raubi. Oh, Raubi, Raubi. Und Freunde, jetzt kommt die allerletzte Karte. Hofft mit mir, dass es was richtig Geiles ist. Aber sie fühlt sich normal an. Und ein Makuhita. Woo! Geil. Ja, meine lieben Freunde. Ich glaube, ich kann mich in 6 Packs mit 2 GX-Karten. Oh Mann. Scheiße. Die Camp will nicht so. Upsala. Zum Skin. Wackelacke. Ja, sehr professionell. Jetzt muss ich mich strecken. Extra. Alter, jetzt könnt ihr in meine Nase reingucken. So, jetzt. Ja. Mann! Fail über Fail-Videos. Ja, meine lieben Freunde, jetzt schauen wir uns nochmal an, die, wo wir ja, zeige ich euch noch die 2 GX-Karten, die wir bekommen haben. Und zwar 2x Psyana. Ich werde gleich später nachgucken, wie selten die sind. Psyana, hier seht ihr sie noch einmal. Hier. Wow, geil! Unfassbar nice, einfach nur sage ich dazu. Und ja, wie gesagt, ihr könnt mir mal echt in die Kommentare schreiben. Ich zeige euch jetzt nochmal hier unser GX Lunala. Also haben wir heute insgesamt 3 GX-Karten bekommen. Aber ich bekomme. Ah, jetzt bekomme ich Lunala raus. Man musste jetzt hier einfach nur von. Bei manchen sind die so innen drin, bei Yu-Gi-Oh! Karten sind die nämlich so drin. Hier habt ihr nochmal die Psyana-Karte. Lunala, ja. Und 3 GX-Karten haben wir gekauft. Ja, Freunde, ihr wisst, was ihr zu tun habt, in den Kommentaren meine Fragen zu beantworten, wenn ihr Bock darauf habt. Oder könnt ihr mir gerne Fragen stellen und ihr könnt da dieses Video mit einem Like nach oben bewerten, damit ich weiß, dass ich so einen Shit öfters mache. Und ihr könnt mir gerne mal ausschreiben, ob ihr darauf Bock hättet, mal so Online-Codes einzugehen. Mit mir zusammen. Und ja. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen sonnigen Tag, genießt das Wetter heute und haut rein, ich bin euer Storm. Tschüss!